Man sagt, Vorfreude ist die schönste Freude. 2 Jahre haben wir uns auf diese Reise gefreut und ich muss sagen, Vorfreude ist nicht immer die schönste Freude. Denn unsere Freude war noch wesentlich größer, als wir endlich ankamen und unsere Reise beginnen durfte. Vor vielen Jahren hatte uns dieses Land bei unserem ersten Besuch direkt in seinen Bann gezogen. Und dies sollte unsere 4. Reise werden, nach Schottland. Unsere Reise beginnt am Flughafen in Weeze. Von Weeze aus geht es mit dem Flugzeug nach Edinburgh. 1 Woche Schottland liegt nun vor uns. Wie die 3 Male zuvor auch haben wir keine Unterkunft im Vorfeld gebucht, sondern lediglich einen Mietwagen. Es hat schon was von Abenteuerurlaub, nicht zu wissen, wo man die nächste Nacht verbringen wird. Es gibt uns aber auch ein Gefühl von Freiheit. Wenn uns ein Ort besonders gut gefällt, können wir jederzeit frei entscheiden, ob wir noch 1 oder 2 Tage länger bleiben möchten. Unser erstes Ziel ist 340 Kilometer von Edinburgh entfernt. Die Insel Skye. Da es schon später Nachmittag ist, werden wir die Strecke heute allerdings nicht mehr ganz schaffen. Bevor wir auch unsere Fahrt starten können, halten wir erstmal an einem nahegelegenen Supermarkt und decken uns mit ein klein wenig Proviant ein. Wir fahren über die M90, wechseln bei Perth auf die A9, bis wir im 220 Kilometer entfernten Spinbridge nach unserer ersten Unterkunft für die Nacht suchen und dort auch fündig werden. Am nächsten Morgen geht es weiter unserem Ziel entgegen. Unterwegs passieren wir eine der wohl bekanntesten Burgruinen überhaupt, Eileen Donan Castle. Wir folgen der Straße weiter, überfahren die Brücke und erreichen endlich Skye. Auch hier gibt es reichlich Bed and Breakfast Möglichkeiten. Und so finden wir unsere nächste Unterkunft in Harrowpool. Nachdem wir unser Gepäck auf die Zimmer gebracht haben, folgen wir weiter der A87 und halten unterwegs an einer Brücke, dessen Namen ich ehrlich gesagt gar nicht aussprechen kann. Sie liegt dicht an der Hauptstraße und wenn man noch nie von ihr gehört hat, würde man wahrscheinlich einfach an ihr vorbeifahren. Dabei lohnt es sich echt, hier kurz zu verweilen. Die Steinbrücke mit ihren 3 Bögen über den Fluss und den schroffen Bergen im Hintergrund gibt ein besonders schönes Motiv ab. Unser eigentliches Tagesziel ist aber ein anderes. Die Fairy Pools.
Am Fuße der Black Collines befinden sich die Fairy Pools, die aus einer Aneinanderreihung von vielen kleineren und größeren Wasserfällen, Kaskaden und Pools verteilt über eine Strecke von ein paar Kilometern bestehen. Nach einer Sage der Einheimischen zur Folge soll dies der Ort sein, an dem Feen leben. Schaut man sich das türkisblaue und zugleich kristallklare Wasser an, so hat man daran keine Zweifel, dass die Sage wahr sein könnte. Ein paar Stunden später machen wir uns dann wieder auf den Rückweg zu unserer Unterkunft in Harrapool. Wir halten noch mal kurz an einem Parkplatz an, denn ich möchte mir einen Wasserfall, der mir bereits auf dem Hinweg ins Auge gefallen war, einmal etwas näher ansehen. Auf Sky hat man irgendwie das Gefühl, dass die Zeit für einen Moment stehen bleibt. Am nächsten Morgen sind wir auch schon direkt wieder unterwegs auf der A87. Ein Ziel für heute ist der Wasserfall bei Kilt Rock. Auch heute können wir es wieder nicht lassen und halten unterwegs an. Es ist unglaublich, was Sky landschaftlich zu bieten hat. Es warten heute noch so einige Kilometer auf uns und zwei Ziele, die wir unbedingt besichtigen möchten. Angekommen
Willkommen am Kildrock-Aussichtspunkt werden wir ein weiteres Mal von der beeindruckenden Schönheit Schottlands überwältigt. Das nächste Ziel ist zwar knapp 80 Kilometer von Kildrock entfernt, aber wir nehmen uns Zeit und halten unterwegs erneut an. Das Wetter lädt einfach immer wieder zum Verweilen ein. Man gerät einfach regelrecht ins Träumen, wenn man diese wunderbare Landschaft auf sich wirken lässt. Die nächsten Kilometer bringen uns schließlich unserem zweiten Ziel für heute näher. Die Straßen werden schmaler, die Zäune am Straßenrand verschwinden und man fühlt sich landschaftlich schlagartig hunderte von Jahren zurückkatapultiert. Überall tauchen auf einmal Schafe auf. Sie laufen frei umher und kreuzen ganz gemütlich unseren Weg. Man muss vorsichtig fahren und Acht geben, denn die Tiere geben nur langsam die Straßen frei. Schließlich kommen wir an unserem zweiten Ziel für heute an. Eine kleine Halbinsel mit einem Leuchtturm ganz im Westen von Skye. Neist Point.
zurück zu unserer Unterkunft in Harrowpool und verbringen dort eine weitere Nacht. Begleitet von den traumhaft schönen Eindrücken dieser Insel. Frühmorgens nehme ich mir die Kamera, um einmal den wunderschönen Sonnenaufgang einzufangen. Man kommt aus dem Träumen gar nicht mehr heraus. Es ist Zeit, Skye zu verlassen. Auf uns warten noch weitere Ziele, die wir dieses Mal unbedingt erkunden möchten. So fahren wir von Skye zunächst erstmal Richtung Fort Williams. Wir haben wieder einmal Glück mit dem Wetter. Bei strahlend blauem Himmel fahren wir durch die Highlands. Es gibt so viele schöne Ecken hier in Schottland, das ist unglaublich. Und unterwegs haben wir jetzt was Schönes gesehen. Wir haben erstmal angehalten und gucken uns das jetzt mal von nahem an. Williams angekommen, suchen wir uns zunächst wieder eine Unterkunft. Je früher man nach einer Unterkunft sucht, desto größer ist zum einen die Auswahl an Unterkünften und zum anderen gibt es uns mehr Zeit, Schottland zu erkunden. Bei einem lieben älteren Pärchen können wir für die nächste Nacht unterkommen. Und so machen wir uns auf den Weg durch die Highlands zu einer Burgruine, gut 80 Kilometer von Fort Williams entfernt. Castle Cioran. Auch wenn die Burgruine relativ abgelegen liegt, ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle.
Von der Burgruine geht es nun weiter Richtung Glenfinn. Die Landschaft zeigt sich auch heute wieder von ihrer beeindruckend schönen Seite. Die frische Luft hat den Appetit in uns geweckt und so halten wir unterwegs an einem urig schönen Lokal an, um eine kleine Stärkung zu uns zu nehmen. Gestärkt kann es dann weitergehen nach Glenfinn. In Glenfinn steht eine der ersten großen Betoneisenbahnbrücken, welche 1897 erbaut wurde. Auch heute noch fährt die Dampflok regelmäßig über das imposante 380 Meter lange Bauwerk. Am Ufer des Loch Schiel halten wir an und genießen die herrliche Landschaft. Nach einer erholsamen Nacht in Fort Williams geht unsere Reise weiter. Wir folgen der A82 in südlicher Richtung und erreichen die ersten Ausläufer des Loch Lomond, einem knapp 39 Kilometer langen See. Jetzt sind wir gerade im Loch Lomond Nationalpark und haben gerade den See erreicht und wagen einen ersten Blick. Wir fahren weiter entlang des Ufers, bis wir in dem kleinen Ort Balmahar ankommen. Balmahar ist ein Weiler am östlichen Ufer von Loch Lomond gelegen, in der Council Area Stirling. Der Name Balmahar stammt aus dem Gälischen und steht für Platz des heiligen Maha. Hier finden wir bei einer sehr fürsorglichen älteren Dame unsere Unterkunft für die nächste Nacht. Bevor es weitergeht, versorgt uns unsere Gastgeberin erstmal mit Tee und Kuchen.
Direkt gegenüber unserer Unterkunft stoßen wir am Ufer auf eine bronzene Statue, die den Schotten Tom Weir darstellt. Tom Weir war ein bekannter Kletterer, Schriftsteller und Fotograf, der sich mit seiner ganzen Leidenschaft für den Schutz und Erhalt der Umwelt eingesetzt hat. Tom Weir starb im Jahr 2006 im Alter von 91 Jahren. Seit 2014 steht er nun wieder an einem seiner Lieblingsplätze am Ufer des Loch Lomond. Zu Fuß machen wir uns auf den Weg, den kleinen Ort Balmahar näher zu erkunden. Bevor wir in den nächsten Tag unsere Reise durch Schottland starten, genehmigen wir uns erstmal ein ausgiebiges Frühstück. Unsere Gastgeberin hat einfach an alles gedacht. Nach dem Frühstück geht es weiter. Heute schauen wir uns als erstes Glasgow an. Die City ist natürlich auch sehr beeindruckend, aber wir merken schnell, dass die Großstädte nicht wirklich das sind, was wir auf unserer Reise unbedingt erkunden müssen. Uns zieht es eher in die kleinen und beschaulichen Orte außerhalb der großen Städte. Bei unserer ersten Schottlandreise vor vielen Jahren war unser erster Anlaufpunkt eine Burgruine, gelegen zwischen Kilmarnock und Troon, Dundonald Castle.
Damals kamen wir nachmittags mit dem Flugzeug in Glasgow Prestwick an und wussten gar nicht, nachdem wir unseren Mietwagen abgeholt haben, in welche Richtung wir überhaupt aufbrechen sollen. Allein der Zufall führte uns damals zu dieser Ruine. Und so ist Dundonald Castle irgendwie zu etwas Besonderem für uns geworden. Unsere erste Burgruine in Schottland. Wir lassen es uns nicht nehmen, diese nochmal zu besichtigen. Das nächste Ziel liegt knapp 100 Kilometer von Dundonald Castle entfernt. Es sind Ruinen eines ehemaligen Augustinerklosters, gelegen auf einer kleinen Insel inmitten eines Sees namens Lake of Menteith, die Inchmahome Priory. Am Ufer des Sees warten wir auf das Boot, mit dem wir zu der Insel übersetzen können. Das Boot bringt uns bei bestem Wetter sicher rüber zur Insel. Sobald man die Insel betritt, ist es wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Neugierig schleichen wir durch die Ruinen.
Was uns bei der fürsorglichen Gastgeberin in Balmaha so gut gefallen hat, haben wir beschlossen, noch eine weitere Nacht hier zu verbringen. Am nächsten Morgen verabschieden wir drei uns von der sehr netten Dame und starten in östlicher Richtung. Wir fahren gute 110 Kilometer, bis wir an einer alten Kapelle ankommen, die in den Romanen von Dan Brown als Schauplatz geheimer Aktivitäten der Freimaurer diente. Roslyn Chapel. Von Roslyn Chapel aus geht unsere Fahrt weiter in östlicher Richtung, bis wir den Ort Aberlady erreichen. Hier möchten wir nach der letzten Unterkunft für unsere Reise suchen. Damit ist der Flughafen Edinburgh am nächsten Morgen ganz bequem zu erreichen und wir haben noch ausreichend Zeit, die letzten Entdeckungen zu machen. Nach Roslyn Chapel haben wir jetzt in Aberlady hoffentlich unsere letzte Unterkunft gefunden. Im Ducks Inn. Da gehen wir jetzt mal rein. Es hat geklappt. Für 140 Pfund haben wir noch die letzte Unterkunft gefunden. Unser Besichtigungsziel für heute ist eine beeindruckende Burgruine in North Berwick. Tentellen Castle.
Nicht weit von Tintellen Castle entfernt liegt noch eine weitere sehr gut erhaltene Burgruine mit einem wunderschön gepflegten Schlossgarten. Dirletten Castle. Direkt neben dem Dirletten Castle gibt es eine urig schöne Einkehrmöglichkeit, das Castle Inn. Neben dem leckeren Bier bekommen wir auch ein deftiges Essen. Entspannt lassen wir somit den letzten Abend ausklingen. Heute ist der Tag der Abreise. Bevor es jedoch zum Flughafen geht, halten wir unterwegs ein letztes Mal an und besichtigen einen Friedhof. Mit unzählig schönen Bildern im Kopf geht es schließlich zum Flughafen.
Noch im Flugzeug beschließen wir, dass wir definitiv ein fünftes Mal nach Schottland müssen. Wir können es jetzt schon kaum erwarten, bis es endlich wieder losgeht. Und vielleicht habe ich mich ja auch geirrt. Vielleicht ist Vorfreude ja doch die schönste Freude.